So Leute, ich bin wieder hier in Pflanzen gegen Zombies, Buja, und ich hole noch die nette Goldtrophäe. Ja, wenn man alles hier geschafft hat, kriegt man noch eine goldene Trophäe, Buja. Und boah, gebe ich den in Wasser. Kann ich euch ja mal zeigen, was dann gleich passieren wird hier. Ich kann sie sogar noch verkaufen, aber das brauche ich gar nicht. Wir haben jetzt ungefähr Viertel vor, gut. Merke ich mir, dass ich ungefähr nur eine halbe Stunde brauche. Und jetzt will die Scheißpflanze so ein Spray, was ich für 5-mal für 1000 oder für knapp 200 mache. Nur damit die Scheiße und da, ne, da, 15.000. Nur damit diese Scheißviecher dann in regelmäßigen Abständen über ein paar Stunden Münzen geben. Was aber wirklich nur bringt, wenn hier wirklich fast alles voll steht, kann man sich hier so eine tolle Schnecke holen, die von alleine einsammelt, sobald man dann die Schnecke hat. Komm, ich kaufe die schon mal, um dann würde die dann nachher hier die Dinge einsammeln. Man findet nämlich jetzt, nachdem ich auch diese Schnecke habe, Schokolade, damit die auf Drogen ist und dann für mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde voll auf Speed ist und total schnell da durchrast. Weil normalerweise würde die uns einschlafen, aber die ist dann total auf Speed und Zucker und die geht dann voll ab und das bringt nur was, wenn du hier alles voll hast. Oh ja. Deswegen mache ich jetzt die Minispiele, aber erst hole ich mir was zu fressen. Das muss sein. So, bin wieder hier. Und wisst ihr, was ich mir zu essen geholt habe? Speed! Nee, jetzt kein Witz. Das ist wirklich so eine Art Billig-Twix-Variante. Und die heißt Speed. Nom nom nom. Mein Vater hat nämlich die Süßigkeiten-Schublade aufgefüllt. Und zwar so viel, dass ich allein das Wochenende nur an Süßigkeiten überleben könnte. Naja, fangen wir einfach an mit. Lecker. Sombotanik. Hm. 30 Jahre Essen später. So. Man sieht schon, die netten Zombies haben Pflanzenköppe. So. Brauchen wir die? Die Walnuss brauchen wir unbedingt. Die Stachel, das Stachelkraut brauche ich. Das Ding zum Schützen nehmen wir nochmal. Ich würde mal sagen, das würde einfach reichen. Na dann, let's try our best. Zum Botanik. Das ist so asozial. Solange jetzt nicht der erste Zombie oben kommt, ist mir halt relativ egal. Sind die Zombies nicht toll? Guckt ihr das an. Die schießen. Was für abgefickte Viecher. Die sind real mad. Den werde ich gleich sowieso mit so einem Stampfer kaputt hauen. In der Zeit baue ich aber hier noch ein paar Pflanzen, damit ich gleich Besseres habe. Wenn ich dann eine normale Erbsen-Dingens hinsetzen würde, dann würden sich der Zombie und die Erbsenpflanze gleichzeitig töten. Also. Das Ding dahin. Gucken, wie weit das Ding kaputt machen kann. Na, jetzt muss ich das eh machen. Ja, fast. Investieren wir jetzt mal Geld in die Pflanze. Buff. 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 Jetzt brauchen wir schon eine Walnuss. Der Modus ist ziemlich nervig. Wenn man das mal so sagen darf. Obwohl nervig schon eigentlich untertrieben sein kann. Der ist einfach abgrundtief scheiße. Nö, der kommt direkt näher. Und töten die sich gleich gegenseitig? Ich werde es ja sehen. Oh ja, hier sollte ich auch noch mal einen machen.
Walnüsse. Oh. Brauchen nur ein bisschen. Und nach den ersten Walnüssen sollte es gehen. Da ist die erste Walnuss kaputt. Ja, der Vorteil ist jetzt natürlich einen schönen Stachelbohnen. Die greifen an und können nicht angegriffen werden. Das ist immer ganz, ganz nett. Jetzt brauche ich wieder Sonnen. Vielleicht kann ich wenigstens schon wieder eine Walnuss platzieren. Eigentlich könnte ich den Kürbis einfach mal platzieren. Ich weiß auch nicht genau, warum ich es nicht mache. Put, 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 put. Bumm, Kürbis. Ins Gesicht. So, jetzt kann ich ja schön alles mit diesen Pflanzen voll machen. Die Walnuss guckt schon doof ins Wäsche. Und jetzt beißen wir mal in Speed. Ein leckerer Bissen Geschwindigkeit. Na, eine scheiß Walnuss. Die hält natürlich viel mehr aus. Komm, Plan B. Plan B funktioniert. Hallo, nicht hier Kübis anknabbern. Der ist voll uncool. Kann schon mal kaputt gehen, Junge. Lass mich verarschen und doch was. Die überleben so perfekt lange. Und ich werde in League of Legends eingeschrieben, ist ja geil. Moment. So. Hat sich erledigt, ich war noch nicht oft beschäftigt. So, leck mich jetzt, will ich da auch noch so ein Ding hin. Die meisten Leute fuckt dieser Modus total ab. Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Ich meine, ich dürfte keine Pflanze verloren haben. Und wenn, glaube ich, nur eine. Was die Leute immer meinen, der ist doch voll easy. Da hätte ich denn jetzt eigentlich platzieren müssen. Egal. Aber man merkt schon, diese Blöden können gut Schaden machen. Präsente. Eine Pflanze für den seinen Garten. Das ist immer geil. Es ist immer geil, Pflanzen geschenkt zu bekommen für den seinen Garten. Denn die normalen Pflanzen kosten 2500. Jede muss man, glaube ich, 3 oder 4 Mal komplett durchbewässern, bis sie voll ausgewachsen ist. Und dann geben die normalen immer 1000 am Ende. Und die Pflanzen, die man so bekommt, das sind irgendwelche Pflanzen wie hier, die man ganz normal setzen kann. Om, nom, nom. Die haben aber die nette Eigenschaft, dass die bringen zwar am Ende, wenn man sie komplett fertig hat, genauso viele Münzen wie die anderen. Dafür aber, wenn sie fertig sind, bringen die mindestens immer 3000 oder 5000, wenn man sie fertig hat. Das ist dann natürlich dann schon eine richtig gute Investition. Ah, noch ein Diamanten. Die, Bitch. Tada, und noch ein Diamanten. Und nochmal 52 drauf. Neues Minispiel freigeschaltet. Om nom 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 nom. Meine Lieblingsdisziplin.
Die gibt es nur dreimal im Spiel und jetzt kommt das zweite Mal. Nussbowling! The zombies are coming. Mhm. I like it. Nüsse über Nüsse. Solltest nach unten rollen, Arschloch. Immer schön warten. Man kann ja immer noch welche dahinter kaputt machen. Hab schon fast die Hälfte für den Imitator. Und real, der Imitator geht ab. Aber den werde ich schon im Überleben haben. Und kommen jetzt neu? Nein. Komm nach oben, nach oben, nach oben! Yes. Und... Aha, da kommen schon wieder welche. Und kaputt machen. Zwei Explosive. Ne, ich nehme lieber nur eine für den da. Kaboom! Und da kommen noch mehr. Voll in die Mitte! Boom. Das hat sich doch gelohnt. Demancia. Ja, D-Mann. Manche verstehen ihn jetzt, manche nicht. Ist ja so. Mal so mehr so, ne? Lol, der da oben wurde nicht getroffen mit dem Forschen. Auch über die erste noch. Was ihn trotzdem im Endeffekt nicht bringt. Rums. Kekse habe ich mir auch mit. Habe ich mir auch geholt. Lecker. Ich bin voll am Fressen, ne? Ich mache meinem Namen echt alle Ehren. Ich heiße ja nicht umsonst Fressmaster Number One, ne? Natürlich nicht. Geronimo. Hier muss man schon etwas kontrollierter drauf gehen. Nein, mal gucken. Moment. Okay. Ich lese gerade nur eine Packung durch. Nee. Weil ich gerade Kekse natürlich am Essen bin und die schmecken etwas komisch. Ich habe jetzt ein Dreiviertel von einem Keks auf und ich würde sagen, die sind nicht mehr so gut. Und bevor ich mir noch irgendwelche gesundheitlichen Schäden darunter ziehe, tue ich die lieber weg, denn ich weiß, dass die Kekse schon ein paar Wochen offen rumliegen. Also natürlich in der Verpackung offen, aber offen. Vor ein paar Wochen konnte man sie noch essen, aber jetzt schmeckt das irgendwie, naja,
so leicht alkoholischer Geschmack oder irgendwie sowas komisches da drin. Deswegen würde ich mal sagen, lass es doch vielleicht mal. Man weiß ja nie. Und es gibt so viel Geld. Ja genau, wenn man einen killt, bringt das nichts. Bei einem zweiten gibt es eine Münze, dann zwei, drei, vier und dann so weiter. Boom. Oh cool, da ist noch jemand drüber gesprungen. Jetzt werden zum Ende natürlich die Nüsse etwas knapp. Da. Oh, Money, Money, Money. Komm, spring drüber. Ja, fein gemacht. Ich habe auch noch einen guten Dementia. Hey, er ist auch noch drüber gesprungen. Jetzt gehen wir natürlich hier die Nüsse auf. Das vor der letzten Welle. Komm schon! Yes, ich habe sie beide wegbekommen. Vielleicht steht der weiter vorne. Oh ja. Nö, jetzt haben wir natürlich keinen anderen mehr getroffen, war ja klar. Jetzt machen wir noch Bong, Bong, Bong. So, jetzt brauche ich noch eine. Das wird zum Ende echt immer knapp. Ich habe es bis jetzt aber noch jedes Mal hinbekommen. Jetzt eine explosive Nuss. Das wäre so imba. Ich könnte die ganzen 6 Stück hier weghauen. Danke! Ja, okay, es waren noch, glaube ich, 6. Aber das war nicht so gemeint, wie ich es wollte. Wow, Money. Dü-dün-dün. Komm, die Explosive hauen wir hier rein. Boah. Wieso überleben immer die, die nicht überleben sollen? Das ist doch scheiße. Letzte Welle. Würden danach keine mehr spawnen, hätte ich kein Problem damit. Aus dem einfachen Grund, weil dann die einfach die Rasen mehr alles platt machen. Apropos platt machen. Boom. Und den krieg ich noch. Yes. Jetzt bräuchte ich 2 Sprengnüsse. Erstmal die da unten. Wehe. Oh, Gott sei Dank, wenigstens der mit der Zeitung weg. Sonst wäre jetzt voll auf Speed gewesen. Ja, entweder brauche ich noch 5 normale. Oder eine Explosive und noch 2 normale. Oder nicht. Buja! 16.000. Ja, okay, ich war etwas weg. Ich habe noch Zeit für 1-2 Spiele. Spielautomat. Vigil, wer auch immer. Aber erstmal Spielautomat. Yo, Spielautomat ist auch ganz lustig. Das sind alles ganz nette Minispiele. Die Plätze fertig pflanzen. Jo. 25 bräuchte ich zum einmal ziehen. Wenn das Level mit 2000 Sonnen. Yay! 2 gleich, 1 gratis Pflanze. Ich hoffe mal, die bleibt jetzt unendlich liegen. Bis jetzt. Ich kann auch Sonnenblumen bekommen, sehe ich gerade. Na egal. Oh, eine Eispflanze. Eine Walnuss.
Ah, natürlich, die verschwinden nach einer Zeit auch noch. Komm, stellen wir einfach nur eine Walnuss auf. Oh, ich kann sogar Diamanten bekommen. Yay, Sonnen. Ich bräuchte Sonnenblumen. Ich sagte Sonnenblumen. Dankeschön. Davon baue ich dann hier so alles voll. Danke. Bei zwei gleichen gibt es, glaube ich, drei Stück davon. Oder bei drei gleichen zwei? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen, wenn ich irgendwann das mal hinbekomme. Brains. 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 Ja, wir wissen es. Yes. Zwei gleiche, ein Diamant. Das kann man auch gut zum Farmen benutzen. Einfach immer so lange weitermachen, bis man nur mehr Diamante kriegt, wie blöd. Ohne Sonnen. Nur ich habe ja bei 2000 Sonnen automatisch gewonnen. Also, alles vom Glück abhängig. Komm ich nochmal irgendwas? Danke. Das war auf einmal der Kopf war blau, so abgefallen ist. Ich hab gedacht, Mut, Diamant? Wäre etwas komisch gewesen. Noch eine Walnuss. Mehr als diese Reihe brauche ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich. Dreh noch einmal. Noch eine Sonnenblume. Schön immer drehen. Noch eine Walnuss. Könnte auch theoretisch die Sonnenblumen wieder entfernen, wenn man wirklich nur Geld farmen will. Aber hey, ich habe erst einen Diamanten bekommen. Sonnenjackpot. Gar nicht viel. Überhaupt nicht. Ich habe schon eine Eisblume da. Komm schon, ich will mal Pflanzen oder so haben mit drei gleichen, dann weiß ich nämlich, was passiert. Die Walnuss wird jetzt leiden. Komm, lassen wir die da stehen. Neuen war gleich einfach. Falls dieser Zombie dann irgendwann... Ja, bei drei gibt es drei. Drei gleiche sind drei. Zwei gleiche sind einer. Der lebt nicht mehr lange. Die Walnuss, eher gesagt. Und wie die nicht mehr lange lebt. Und die ist schon weg. Problem. Jetzt geht's an meine Sonnenblumen, dankeschön. Hier, frisst die. Das ist jetzt echt uncool. Ich hab keinen Bock wegen nur einer. Sonnen. Ich hab's gleich geschafft. Aber echt? Nur einer kommt da durch und der macht alles platt, ey. Mann, komm schon. Komm schon. Mann. Ja, jetzt kriege ich eine Walnuss. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Da kriege ich doch mal was. So eine Eispflanze. Wurde auch langsam mal Zeit. Fast geschafft, ich weiß. Vielleicht bekomme ich ja noch Diamanten. Noch eine. Ja. Achie!
Alter. Och, ich habe immer noch ein paar Minuten. Es regnet Pflanzen. Das machen. Mhm, lass mich ran, die kommen von oben. Ja, es regnet Pflanzen. Legen die sich auch irgendwo hin, denn auf den Typen kann ich eigentlich verzichten. Was will ich mit dem? Wow, der... Ja, die bleiben irgendwo liegen. So, mal da ganz hin, dass da alle sofort auf eine andere Bahn umgelenkt werden. Das ist natürlich auch praktisch. Oh, genau. Ich frage, wo ist der? Ah, da ist er. Gefunden. Natürlich, ich denke, ja, komm, was noch ein paar Minuten sein, was passiert. Vier verfickte Wellen. Geil. Darf ich wieder 4 Stunden hochfahren? Und zwar nur, weil das Internet hier so toll ist. So, sobald ich wieder zu Hause bin. Ich bin ein Stern. Unheilpilz. Den werde ich jetzt aber nicht gebrauchen. Auch wenn ich ihn habe, ich werde ihn nicht gebrauchen. Komm, scheiß drauf. Ich setze ihn mit ein. Wenigstens irgendwo, wo ich es erstmal nicht brauche. Hui, schön zu wissen. Keine Angst, der Nebel kommt wieder. Der Nebel kommt wieder. Aber irgendwann ist das Viech auch tot gegessen. Stachelwahn. Wow, der Nebel bleibt da ganz schön lang weg. Finde ich echt geil. Da kommt er wieder. Ich hab nichts gesagt. Die Pflanze ist eigentlich wieder da gebrochen können. Ja, die Pflanze ist kaputt. Ja, natürlich. Ein Schuss noch in der Wettbewerb gewesen. Angsthasenpilz. Diamant. Buja. Wenn ich meinen Imitator habe. Yeah. Dann geht's ab. Komm, Budde. Wie ich auch Budde bekomme. Münzen. Jetzt seht ihr sauer mal in Aktion. Da 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 da, Münzen. Langweilig. Komm, ich setze da noch einen Pustepilz dahinter, der noch ein bisschen schießt. Will ich da eigentlich noch nicht hin platzieren. Oh, brauche ich auch nicht. Den setze ich. Komm, was setze ich denn hin nach? Riesige Welle von Zombies nähert sich. Jo, ich habe eine Kiesprung, wenn interessiert. Mache ich die unten oder oben platt? Ich glaube, ich mache die unten platt. Bums. Hier baue ich noch Fleisch hier rein. Eine nette, brave Fleischi. Hey, noch so eine Knolle. Soll ich auch wieder eine Bahn umlenken? Ja, komm, ich lenke auch wieder da eine Bahn um. Oh, Melona-Pult. Buja! Irgendwo ist immer mit einer Lopfen. Ja, da war jemand. Wo ist der? Irgendwo hier oben wahrscheinlich. Ja, da ist er.
Boom, weggenommen. Komm, weil ich kann. Ich bin der Mann, der kann. Aber trotzdem wäre eine Laterne nicht schlecht. Hätte ich echt kein Problem mit. Nix da. Ist nicht irgendwie einfach oder so. Wow. Wow. Der Knoblauch schmeckt halt wie so eine Scheiße. Oh, nö, ne? Oh. Aber ich sehe wieder was. Ist das nicht toll? Oh, 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 was für ein Scheiß. Komm, den pflanze ich einfach mal da her. Den da. Weil ich es kann. Wow, nach dem Level habe ich 21.000 hoffentlich. Kann der eigentlich mal echt das eigentlich wegnehmen? Kein Plan. Oh, hier ist blöd. Komm, Magnet, nimm den Eimer weg. Nimm den Eimer weg. Nimm doch den verkackten Eimer weg. Danke. Jetzt konnten sie an sich durchfressen. Aha. Kannst du ruhig mitnehmen. Kein Interesse. Eine Boom-Boom-Mach-Sache. Und der wird gegessen. Nicht. And it burns, burns, burns like a ring of fire. A ring of fire. Oh, eine Hochbahn noch. Ich bin eine Hochbahn. Du kannst mich mal. Oh, guck mal, jetzt guckt die Joji. Er ist so hässlich und dann Joji. Aber er ist so hässlich. Der ist voll hässlich, ey. So, falls da doch jemand mal hinschafft. Oh, Geld, 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 Geld. Kling. Corner Pull. Oh, der wird so explodieren. Bums. Einmal beißen die immer an dem Ding ab. Beige. Bald ist es aufgegessen. Dann muss ich jetzt ersetzen. Und Dreier. Göttlich. Wimpert. Jetzt kommt eh eine große Welle gleich. So. Nein, I failed. Na egal. Ist jetzt nicht so schlimm, lim, lim. Schlimm, lim, lim. Ja, egal, aber meine Folge werde ich wahrscheinlich überziehen. Plus eins, so. Sollte man ein bisschen leer sein, haben wir schon tot. So, ne, kein Fall. Irgendwo muss ich das nicht verwenden hier. Das muss ich auch irgendwo verwenden und, ah, der ist aber der hat auch irgendwie Seiten gewechselt. Toned. Kurven. So, die Laterne beschützen, nur für den Fall. Ich weiß nicht, wie lange der Ding da überhaupt noch halten wird. Stimmt. Jetzt ist es weg. Ja, damit hat sich meine Frage schon mal erübrigt. Nicht mehr lang. Shinomu.
glaube, ich sammle so gut wie gar kein Geld mehr ein. Das ist aber kacke. Yay, ich hab Money. Wo setze ich denn als nächstes hin? Komm da. Und für den. Nice Blume. Diamant. Yeah, ich hab nach dem Level sogar 22.000. Kopf ab. Schmeckt nicht. Kopf explodiert. Hey, da kommt jemand mit dem Netz. Oh, eine kleine süße Plante. Habe ich noch so ein Ding für einen Baum? Natürlich, nimmt mir meine Pflanzen weg. Kein Problem. Also, das ist doch sagen nicht die besten gewesen. Hätten zwar noch einen Nutzen, aber waren die doch sagen nicht die schlimmsten. Hey, die Pflanze macht da in einer Linie Schaden. Buja! Yeah! 22.500, Bitches! Ein neues Minispiel freigeschaltet. Jo! Ich sehe Sternchen. Schön, ne? Jo, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschö!